Auch wenn ich behaupten würde, dass mein Schamgefühl mit der verstärkten Beschäftigung mit Sexualität weniger wird bzw. einfacher handzuhaben ist, sodass ich zum Beispiel in Freundeskreisen dieses Thema anspreche, Tabus breche und das Gespräch suche, so merke ich doch in intimen Situationen mit Männern, ich bin, soweit ich bisher weiß, heterosexuell, dass ich meinen Körper mit Scham behafte. Dies bemerke ich beispielsweise in intimen Situationen, wenn ich den Arm über meinen Bauch lege, um eine vermeintliche Falte zu verdecken, oder mir tatsächlich Sätze über die Lippen kommen wie: Ja, sorry, rasierte Beine sind was anderes, um mich für meine Haare zu entschuldigen. Auch wenn ich grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu meinem Körper habe und mich zusätzlich auch von Normen wie rasierte Haut lösen kann, so wird mein diesbezügliches Selbstbewusstsein nur im intimen Kontakt mit Männern immer mal wieder ein bisschen ins Wanken gebracht. Entscheidend war dabei tatsächlich auch der Grad der Vertrautheit und das Verhalten meines Gegenübers. In spontanen Situationen, in denen ich mir der Einmaligkeit bzw. Kurzfristigkeit des Kontakts sicher war, fühlte ich mich sehr selbstbewusst und verspürte weniger Scham. Das Gleiche gilt für Situationen, in denen mir mein Gegenüber mit Worten und ausgiebigem Körperkontakt Komplimente und Bestätigung vermittelte. Möglicherweise habe ich weniger Scham verspürt, wenn mein Gegenüber sich selbst sehr selbstbewusst und sicher verhalten hat. Andere, nicht sexuelle Situationen, in denen mich nackt vor Freunden zum Beispiel in der Schwimmbaddusche oder Freunden bewegt habe, erfüllen mich seit einiger Zeit nicht mehr mit Scham, da ich mich immer zufriedener und selbstverständlicher an meinem Körper fühle, seit ich mich mit der Vielfalt von Körpern beschäftige und mich auch selber darüber austausche. Hey, wir sind Magdalena und Marlene. Hallo. Zwei Studenten aus Kommunikationsdesign. Und wir haben im letzten Semester unseren Bachelor gemacht zum Thema Scham. Und die Geschichte, die ihr gerade gehört habt, ist eine Geschichte, die wir eingesandt bekommen habt, unter anderem aufgrund einer Umfrage, die wir rumgeschickt haben, mit Fragen zum Thema Scham. Und genau, das war eine davon, eine Rückmeldung. Und genau, wir befinden uns gerade in meiner WG und trinken Kaffee, weil das auch unsere Art der Recherche dargestellt hat. Und ich fand die Geschichte gerade sehr interessant. Ich habe sie länger nicht mehr gehört und habe sehr viel gerade darüber nachgedacht, über Bestätigung. Und durch diese Bestätigung das Auflösen von der Scham in einem gewissen Moment. Und aber auch, wenn das Gegenüber selbstsicher wirkt, ja, dass es ja anscheinend auch abfärbt auf einen selbst. Ja. Ja, stimmt, das wird eigentlich selten angesprochen. Das Gegenüber dann nochmal. Also, dass der andere Blick nicht nur beobachtet, sondern eben auch Teil des Ganzen ist. Ja. Scham entsteht durch jemand anderen, aber Scham kann auch wieder aufgelöst werden durch die andere Person. Man kann sie selbst auflösen, indem man in dem Moment Sicherheit gewinnt, aber das passiert ja eigentlich vor allen Dingen auch ziemlich gut dadurch, indem der andere Blick einem dieses Gefühl vermittelt, dass es völlig okay ist und wie man ist oder wie man sich gibt. Also, ich glaube, eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe zu dem Thema, haben sich auch mit dem Auflösen der Scham. Ich glaube, Scham, Paradies, Paradies-Scham, irgendwie so Scham im Paradies, mir durchgelesen. Und da gab es halt so verschiedene Formen, wie man das auflösen kann. Also, wie man dem anderen quasi hilft in der Situation, sicherer zu sein und sich nicht mehr zu schämen. Und das ist einmal selbst zeigen, was falsch an einem ist. Also, hey, du hast Fehler, aber ich habe auch Fehler, guck mal hier. Also sich auf die gleiche Ebene zu stellen, auf diese psychologische. Und das war
Oder genau durch Komplimente, hat sie ja auch gesagt, Komplimente oder intensiven Körperkontakt, den anderen heraufzuholen quasi. Also zu zeigen, dass es irgendwie schön ist, Ja, du bist was gut einen so. eigentlich verunsichert und dass das Ja. überhaupt gar nicht zu Verunsicherung führen muss. Ja. Diesen Move, den Bauch mit der Hand zu verdecken, den kenne ich auch. Oh, total. Den Bauch, aber auch andere Körperstellen irgendwie so. Ich habe schon mal eine Sexstellung gewechselt, weil mir die Dellen an meinen Beinen aufgefallen sind. Und ich dachte, boah Gott, nein, das kann der andere doch jetzt gerade gar nicht sehen. Und Dann der andere hätte sie wahrscheinlich nicht mal, ja, also mit Sicherheit gar nicht gestört. ja, vielleicht gar nicht aufgefallen, aber Ja. in dem Moment, wo du es selbst siehst, dann hörst du ja auch auf, dich auf diesen Moment einzulassen, weil da ist die Scham im Vordergrund. Da ist dein Fehler plötzlich einfach so präsent, dass du genau dich nicht mehr fallen lassen kannst. Ich finde, dieses Fallenlassen ist ein riesen, riesen Punkt irgendwie. Ja, da wollen wir hin eigentlich. Ja. Ja, und ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet, über dieses sich fallen lassen beim Sex. Dass es eigentlich nicht anders funktioniert. Ja. Und dass in diesem Fall, obwohl wir gesagt haben, am Ende von unserem Bachelor haben wir uns ja gesagt, Scham ist auch etwas, was da sein darf. Und es ist kein ausschließlich negatives Gefühl. Es ist wichtig fürs soziale Zusammenleben, aber irgendwo stört es ja da trotzdem. Ja, es stört halt in dem Sinne nicht. Also, es ist eben die Frage, an welcher Stelle. Also, ich glaube, dass einfach Scham oft an den, ja, vielleicht nicht richtigen Momenten entsteht. Also, Scham ist ja schon wichtig, natürlich, da sind wir uns ja irgendwie einig, aber also, dass wir sie brauchen, um sich irgendwie ja, doch irgendwie entsprechend zu verhalten, dass man, also sie lenkt einen ja doch, also die eigene Scham. Aber es ist eben die Frage, wo meine Schamgrenzen sind. Also wofür schäme ich mich denn eigentlich? Sie zu hinterfragen. Und ja, also ich muss mich eben nicht unbedingt für eine Bauchfalte schämen, weil ich eben irgendwie denke, dass es ja auch irgendwie gerade dieses Idealbild oder dieses Normale, so eine Bauchfalte ist ganz normal, egal wie dick oder dünn du bist, nur wenn du sitzt, dann entsteht da eben eine Falte und für diese Falte schämt sich irgendwie so ungefähr jeder oder jede. Ist Körperscham etwas wichtig? Also kann man Körperscham vielleicht abschaffen? Wäre Körperscham abzuschaffen? Ist das vielleicht die Scham, die wir nicht haben wollen, weil sie uns hemmt? Und ist die Scham in anderen sozialen Bereichen vielleicht wichtiger, aber Naja, beim Körper nicht? ich würde das nicht sagen, weil letztendlich hast du ja auch, also ich weiß nicht, wenn man jetzt mal ja, von vorne anfängt, so Scham ist eben, um irgendwie ja auch bestimmte Dinge zu regulieren. Und wenn du gar keine Körperscham hättest, würdest du dich dann gehen lassen? Also es ist ja schon wichtig, dass du zufrieden in deinem Körper bist. Und ich glaube, dass Scham vielleicht ist schon. Ist gehen lassen irgendwo aber auch vielleicht gesellschaftlich vorgegeben und irgendwie, also gehen lassen heißt ja auch, hieß auf jeden Fall mal, sich die Beine als Frau nicht zu rasieren. Ist Ja. in einem gewissen gesellschaftlichen Kontext auf jeden Fall etwas, was man mit sich gehen lassen assoziieren kann, auch heute noch, bestimmt. Ich habe noch wie heißen die nochmal, diese Misswahlen, Miss World mit unrasierten Beinen gesehen. Das wäre Das wäre cool, was. aber. Nee, das stimmt, das stimmt.
Ja, das ist halt, ich glaube, es geht halt darum, was, also, ja, so ein bisschen, was sind jetzt die Normen, die ich haben möchte und wie möchte ich aussehen? Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man selber ein gutes Körpergefühl hat. Aber dass man, ja, man sollte sich nicht für den Körper schämen, so wie er jetzt gerade ist. Auf gar keinen Fall. Ist eine gute Frage. Es ist, ja, wenn man das jetzt irgendwie auch bezieht auf zu viel oder zu wenig zu essen, natürlich das typische Beispiel, ist es da wichtig, aber ist es da wichtig aus dem Grunde, dass der Körper, also ich finde eigentlich nicht darum, aus dem Grunde, dass der Körper irgendwie eine bestimmte Form haben muss, sondern aus dem gesundheitlichen Aspekt, ne? Und reguliert man durch diese Scham dann den gesundheitlichen Aspekt oder den Körper an sich? Und ich glaube, dass, also, oder die Körperform. Und ich glaube, dass die Scham eher sich auf die Körperform bezieht und nicht auf das Gesundheitliche. Aber das Gesundheitliche könnte man abgrenzen. Und dann würde ich sagen, dass die Körperscham etwas ist, was man abschaffen sollte. Ich muss gerade an eine unserer Fragen denken, und zwar sind Scham und Stolz gegensätzlich. Weil man ja doch in bestimmter Hinsicht vielleicht auch manchmal stolz auf seinen Körper ist. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht nur dick oder dünn, sondern ja, also generell auf sich vielleicht. Es ist auch nochmal eine andere Ebene. Manchmal zeigt man sich ja doch gerne. Also so sehr man sich manchmal versteckt, manchmal ist es ja auch schön. Also es kommt ja irgendwie auf die Situation drauf an. Und dann ist man vielleicht ein bisschen stolz. Worauf auch immer. Ja, doch. Stolz oder zufrieden. Ja, und ich frage mich gerade, ob man das wäre, wenn auf der anderen Seite keine Scham wäre. Wie meinst du? Das Naja, wenn es dir immer egal wäre, wie du aussiehst. Ja. Kannst du dann stolz sein? Genau. Also muss beides existieren. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt gerade eine Frage. Also ich finde, es ist eine gute Frage, weil ich gerade selber nicht sagen kann, ob ich. Also ich habe da gerade. Ich müsste das noch ein bisschen erörtern. Also mit dem Körperscham. Weil ich glaube, ja, man soll sich so akzeptieren, wie man ist. Und man soll sich wohlfühlen, so wie man ist. Ich warte noch auf ein Aber. Kommt Ja, da jetzt ein ich Aber? warte auch auf das Aber. Aber kaum kein Aber. Eigentlich ist es auch ein Nee, Punkt. genau, Natürlich, es ist auch ein Punkt. es ist ein Punkt. Aber. Ist da die Angst davor, dass der Stolzmoment nicht mehr kommt, wenn der Körper egal ist, also wenn es egal ist? Ja, Aber das meine ich eben. Der Körper darf nicht egal sein. Naja, aber so eine neutrale Einstellung wäre ja wunderbar. Also so eine grundsätzliche Zufriedenheit, weißt du? Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, und zwar auch durchgehend. Ich bin generell einfach glücklich, denn ich habe einen Körper. Ja, das stimmt. Und trotzdem kann es ja diese Momente meiner Meinung nach geben, in denen ich mich einfach auch richtig, nicht nur zufrieden bin, sondern in dem ich richtig stolz bin auf Stolz, oder in dem ich mich einfach schön fühle, in dem ich mehr als nur zufrieden bin. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass man davon abgeht, was normal ist. Also, dass du eben irgendwie denkst, ich muss jetzt schlank sein und irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das ablegt. Dass man sich eben aufhört zu vergleichen, sondern mit sich zufrieden ist, so wie man selber eben ist. Aber dass man trotzdem immer irgendwie noch guckt, wie möchte ich sein. Ja. Also da denke ich jetzt auch gerade ein bisschen an diese Scham vor sich selbst und Scham vor anderen zum Beispiel.
wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja gut, wenn jeder für sich ein Ideal hat, aber ich denke mir dann auch wieder, aber dieses Ideal, vielleicht ein passendes Ideal, passend zu dem eigenen Körper. Finde ich mega spannend. Ja, voll. Also, was würde Aidos sagen? Ja. Die griechische Schaumgöttin. Die, genau, wir müssen es kurz erklären. Eine, ja. Die Göttin der Scham. Wo Scham eben sehr positiv gesehen wird, um eben. Positiv und negativ. Ja, aber beides. Eben. Ja. Ja. Die zu den Menschen gesandt worden ist, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Oder Sitte und Ordnung. Sitte und Ordnung. laut Zeus. Und den Menschen eigentlich Fragen gestellt hat. Letztendlich auch das, was wir irgendwo gemacht haben. Fragen gestellt haben, um sich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren und zu gucken, ist gerade okay, wie ich bin, wie ich mich verhalte und das in Bezug auch auf andere. Ist das okay, um das miteinander leben zu ermöglichen? Und deswegen denke ich, deswegen hinterfrage ich das jetzt auch, glaube ich, gerade so mit der Körperscham, weil das war ja eigentlich nicht ihre Absicht, oder? Oder, also, sie ist ja nicht mit zu den Menschen gesandt worden, um zu fragen, passt dein Körper jetzt so rein? Muss der nicht so sein wie alle anderen? Muss der nicht normal sein? Ja. Sondern sie ist eigentlich eher mit den Fragen zu den Menschen gesandt worden, um das Zusammenleben zu ermöglichen. Und dazu brauchte es ja kein, also das muss ich ja nicht auf den Körper beziehen, weil der Körper ist ja egal. Es geht ja um das Soziale. Um die Interaktion, um die Kommunikation. Und da ist ja eigentlich auch, wenn wir wieder über den Blick des anderen sprechen, der Kern. Wir schämen uns, weil da jemand anderes irgendwie ist, der, genau, weil wir uns gesehen fühlen und das Ganze, uns als Ganzes hinterfragen. Ja, interessant, dass der Körper zu sowas Sozialem wird. Ja. Eigentlich. Sollte er nicht sein. Eigentlich. Also ist er irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Stell dir vor, wir hätten alle keinen Körper. Und wir würden trotzdem irgendwie miteinander interagieren. Ja. Wir wären nur unsere Auren, die sich gegenseitig begegnen und die Auren kommunizieren miteinander. Würde man auch darüber nachdenken, welche Farbe hat jetzt deine Aura? Die ist nicht so schön wie meine. Frage. ich finde das richtig spannend. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade erzählen, aber das ist schon das dritte Mal, dass wir aufnehmen. Und ich finde, bis jetzt ist es das interessanteste Thema, über das wir sprechen, würde ich. Ich finde das spannend, weil wir über dieses Thema noch nie gesprochen haben, in einem ganzen Semester über Scham sprechen, plus danach noch weiter darüber reden. Und, ja. Ja, weil wir es nie differenziert gesehen haben. Weil wir irgendwie, das war der Mensch als Ganzes mit Körper und Seele. Ja. Und nicht abgetrennt voneinander. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr würde ich wirklich mit einem Plakat auf die Straße gehen wollen und sagen, Körperscham abschaffen! Aber wenn ich dann... Ja, aber irgendwie... Ich bin voll bei dir. Ich finde auch... Also irgendwie dieses... Das Gefühl, sich vor sich selbst zu stehen, das ist alles, das ist Blödsinn. Nicht Blödsinn, weil es existiert, aber es wäre schön, wenn es das nicht gäbe. Aber gleichzeitig denke ich mir irgendwie wirklich so ein gewisses, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Scham einem auch ein Körpergefühl gibt. Um das jetzt, wenn ich das mal positiv sehen möchte. Also ich versuche es jetzt einfach nur mal umzudrehen. Ist gut so. Also, ja.
Also ich habe das Gefühl, dass das fehlen würde, wenn man... Ja. Es ist vielleicht auch die Frage, von was für einer Scham man jetzt spricht. Also es ist eben... Ja. Formulier es nochmal anders. Ich will es jetzt auch positiv sehen. Das ist auch positiv. Ich sehe es noch nicht positiv. Ich versuche es, also ich, oder ich weiß es nicht. Es ist halt... Es gibt ein Körperbewusstsein, meinst du gerade? Genau, es gibt ein Bewusstsein. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Bewusstsein die Scham auch braucht. Genauso wie du Trauer brauchst, um Freude zu spüren. Mhm. Glaube ich, dass du auch eine gewisse Scham brauchst, dir gegenüber. Und da können wir uns richtig, richtig gerne über Ideale unterhalten, weil ich finde, dass das der Punkt ist, woran man vielleicht, die man eher abschaffen sollte, als die Scham an sich. Ja. Weil es ist Blödsinn, dass jemand ja nicht schön ist, weil er sie Haare an den Beinen hat, oder einen etwas dickeren, runderen Bauch oder was auch immer. Ich meine, man kann sich für so vieles am Körper schämen und das ist blöd. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man es braucht, um stolz zu empfinden oder stolz sein zu können. Ja, dass man eine gewisse Scham braucht. Nur eben, wie gesagt, da sind wir jetzt bei so diesen dynamischen Grenzen der Scham oder der Ideale. Also, dass man eben guckt, okay, wofür schäme ich mich? Und warum schäme ich mich genau dafür? Und das, ja, das auch was Körperscham betrifft, dass auch da die Grenzen dynamisch gehalten werden müssen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke gerade, ich bin ja sowieso immer der Überzeugung davon, dass es sinnvoll ist, immer, was so Gefühle angeht, in der goldenen Mitte sich zu befinden. Ich glaube nur, dass es bei einigen Menschen in die Ecken ausschlägt quasi und das auch manchmal vermehrt. Und gerade wenn es so um Körperideale geht, häufig ins Negative. Und dass ich pauschalisiere jetzt. Ich hasse das, aber ich pauschalisiere jetzt. Okay, pauschalisiere. Dass es dann doch viele Menschen gibt, die halt irgendwie vor allen Dingen negative Gefühle gegenüber ihrem Körper haben und sich sehr viel schämen. Und ich glaube, darüber muss diskutiert werden und da muss noch viel passieren, damit es eher in der goldenen Mitte ist, als dass es irgendwie, das heißt nicht, dass man nicht stolz sein darf und dass man sich auch nicht schämen darf, das ist ja genauso bescheuert, aber dafür zu sorgen, dass es irgendwie, sich nicht auch seelisch auswirkt, weil gerade was Körperscham angeht, hat es manchmal so unglaubliche Folgen für gerade irgendwie vielleicht auch junge oder instabilere Menschen, die sich nicht mehr raustrauen, die sich nicht mehr zeigen wollen, die halt ihre Hand vorm Bauch legen und da ist es einfach schöner. Natürlich, ja. Ja, aber wie gesagt, da würde ich wirklich, ja, ich glaube, ich würde wirklich von Idealen sprechen, weil also heute wird uns so viel vorgelebt oder gezeigt oder man denkt irgendwie, ja, so müsste man sein und so müsste man sein. Und weil man das eben gar nicht schaffen kann, weil man eben einfach nicht so ist, dafür schäme ich mich. Und das ist ja nicht, das, also das ist irgendwie der Punkt, an dem ich mich, glaube ich, störe. Ideale und Vergleiche. Ja, genau. Also, aber ja, welches Ideal habe ich? Und es, ja. Müsste man mal einen Workshop zu geben, sich das eigene Ideal aufmalen und dann überlegen, warum habe ich das als Ideal? Ja. Warum will ich mich optimieren. Das ist ja auch, können wir direkt eigentlich wieder auf Leistungsgesellschaft zu sprechen. Ja, also. Also ich muss jetzt gerade. neuen Workshop, neues Projekt. Ich muss jetzt gerade an ein Gespräch mit meiner Großmutter denken, weißt du? Wo es auch zum Beispiel um die Körperbehaarung ging. Das gab es für sie überhaupt nicht. Also das war ja überhaupt kein Thema. Ihre Antwort war wirklich so, nö, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Das wurde nicht besprochen, das wurde nicht hinterfragt und Schambehaarung, Behaarung, alles, das war da und das war da. Das war gut so. Genau. Dafür wurde sich nicht geschämt, weil es eben damals für sie kein, es war eben kein Ideal in dem Sinne, das erfüllt werden musste. Und deswegen hat sie sich auch dafür nicht geschämt. Ich musste gerade an die Erschaffung der Erde denken.
von, also aus dem christlichen Glauben jetzt heraus. Garten Eden? Ja, gar, nee, gar nicht um den Garten Eden, sondern um diesen, diesen, ich, oh Gott, ich kann das nicht zitieren so genau, diesen die ersten Tage, in denen die Erde halt erschaffen worden ist und immer dieser Satz kommt. Und das war gut so. Was ja eigentlich auch super interessant ist, weil er immer, ja, weil es wird was erschaffen und es ist gut so. Und es ist gut genau so. Ja. Und es ist nicht gut, wenn es anders ist, sondern es ist genau so, ist es gut. Ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Gedanke. Und dann kam die Erkenntnis der Nacktheit durch die verbotene Frucht. Und dann, auf einmal, gab es die Scham. Ich finde es spannend, also nehmen wir jetzt, ja, im Christlichen ist zum Beispiel Scham ja wirklich eher etwas, zwar auch etwas Regulierendes in dem Sinne, dass es die Erkenntnis ist, aber doch eher was Negatives. Und im Griechischen wird es dann doch wieder als positiver gesehen. Ja. Scham ist irgendwie eher im Christlichen eine Strafe eigentlich. Also sie haben eben diese Frucht gegessen, die sie nicht essen sollten. Wir sprechen von Adam und Eva. dafür werden sie bestraft und fühlen jetzt Scham eigentlich. Und erkennen, dass sie nackt sind. Und das finde ich spannend, dass das so eine Strafe ist. Also es wäre, glaube ich, auch nochmal interessant. Ja, also ich bin im christlichen Glauben aufgewachsen, auch davon weg, aber ich meine so generell nochmal spannend, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht auch im Hinduismus irgendwie groß geworden ist oder das würde mich, glaube ich, nochmal interessieren, also wirklich groß geworden ist. Muss ich sagen, dass ich niemanden kenne, aber mich würde es mal voll interessieren, wie da so das Schamdenken ist. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Punkt für eine Podcast-Folge. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der sich dazu äußern kann und eine Schamgeschichte auch einsenden kann. Und wir müssen jetzt auch zum Schluss kommen. Wir haben auf jeden Fall noch was anzukündigen. Und zwar haben wir nämlich seit ein paar Tagen eine Webseite. Schamgeschichten.de. Genau. Und darauf findet ihr nochmal unsere Fragen für die Umfrage, die euch vielleicht inspirieren, selber eine Geschichte zu schreiben oder auch euch einfach auszutauschen. Entweder für euch selbst oder natürlich auch sehr gerne für uns. Wir fangen jetzt wieder an, welche zu sammeln und wollen daraus auch weiterarbeiten, weil es das Thema auf jeden Fall nicht mehr loslässt. Genau. Und ganz zum Schluss werden wir euch jetzt noch ein paar Fragen vorlesen, die ihr mitnehmen könnt für euch selbst. Und genau, danke fürs Zuhören. Was ist Charme für dich? Wie kannst du das Gefühl der Scham beschreiben? Verrät dein Körper, wenn du dich schämst? Wann hast du dich geschämt? Und warum? Wenn du etwas verstecken würdest, was wäre das? Bezieht sich das Gefühl auf etwas Inneres? Etwas Äußeres? Eine Handlung? Ein Merkmal? Welchen Einfluss haben andere Personen in Momenten der Scham für dich? Hast du jemanden in einer Schamsituation beobachten können? Wie hast du das wahrgenommen? In welcher Situation hast du dich vor dir selbst geschämt? Und vor wem genau schämst du dich dann eigentlich? Kannst du Menschen in die Augen schauen? Wenn nicht, bei wem? Und warum? Was fühlst du, wenn du nackt vor jemandem stehst? Was wolltest du schon immer einmal ausprobieren und was hat dich daran gehindert? Welche Fragen
hast du dich nie getraut zu stellen? Fällt es dir schwer, über deine Fehler zu sprechen?